Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Pokémon. Wir befinden uns im Frühling. Es regnet, guck mal hier, aber der Schnee ist weg. Finde ich ganz cool. Wir waren hier stehen geblieben. Wir haben den Arena-Kampf natürlich gemeistert. Ich kann mal kurz nochmal in den, hier bei Dom, glaube ich, ist das nachgucken. Na, guck mal, wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Orden. Wir haben schon mehr als die Hälfte mittlerweile, was ziemlich cool ist. Und auf dem Programm heute steht Folgendes. Wir sehen hier, wir haben Bili Level 33, wir haben Blocky Level 30, wir haben Celi Level 27, wir haben Wonks Level 31, wir haben Bench Level 28 und Dazer Level 19. Ihr habt, by the way, gesagt, ich soll Blocky entwickeln lassen per Cheat. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich werde mich da mal ein bisschen informieren. Dementsprechend können wir dann in der nächsten Folge, werde ich Blocky entwickeln lassen. Quasi so, als hätten wir getauscht. Ich würde jetzt gerne noch eine kleine Challenge daraus machen. Sprich, ich möchte imaginär mit einem von euch Blocky tauschen. So, sprich, wir machen es einfach folgendermaßen. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Okay, hier oben ist noch ein Dingens. Es leckt erstmal so ein bisschen. Schreibt ihr doch mal, ich denke mir das gerade wirklich wieder on the fly aus. Deswegen habe ich gerade noch wirklich keine Idee, wie ich es am besten handhaben soll. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr mich kennengelernt habt. Also quasi, oh, erstes Dingens, erster Angriff. Das ist schon mal, es ist prozentual richtig gut. Also, ich folgendermaßen. Stellt euch mal vor, ich laufe draußen mit meinem 3DS rum und dann piept auf einmal das Ding. Oh, einer ist in der Nähe. Es fängt an zu regnen. Lol, okay, da ist Feuer wahrscheinlich nicht geil dafür. Na, hammer geil, coole Sache eigentlich. Ich habe das Buch, by the way, nebenbei nicht auf, um zu gucken, was gegen was stark ist. Aber ich meine, dass das natürlich Kampf gegen normal sehr aktiv ist. Sehr gut ist. Dementsprechend nochmal doch mal diese Attacke hier. So. Ja, ist aber nicht effektiv, war das doch andersrum. Okay, keine Ahnung. Wir machen jetzt mal Kaltklinge. Da müssten wir, glaube ich, eine etwas bessere, ja, Initiative haben. Glaube ich zumindest. Ich habe es übrigens nicht verwechselt mit Spezialangriff und physisch. Aber Kaltklinge ist für mich nicht physisch, sondern eher spezial. Aber gut, okay. Es ist natürlich eine kleine Sache der Auslegung. Also nochmal, ich fange von vorne an. Stell dir vor, ich laufe mit meinem 3DS irgendwie rum auf der Stadt der Straße und dann, ja. Und dann, ja, Experiment, ja, wunderbar. Und dann treffe ich euch. So, dann treffe ich euch, weil mein 3DS anfängt zu piepsen oder so. Irgendwie sowas in der Art. Und, dann quasi sehe ich, oh süß! Dann sehe ich euch und dann tauschen wir Blocky. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, warum? Oder ich muss jetzt gucken, wie ich es am besten ausdrücke. Wie das abläuft. Alle die, also mit dem ich tauschen soll, also quasi imaginär tauschen soll, den habe ich auf der Straße getroffen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen kreativ seid. Hier, bla bla, ich habe dich da gesehen, du warst da, du hattest einen Rock an und bist auf mich zugekommen, hast mich erstmal geküsst oder so. Sowas in der Art. Einmal so eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar das Besondere an dieser Geschichte wird dann sein, ich werde mir die schönste Geschichte raussuchen und diese Person in einer der nächsten Folgen als Special Guest hinzuholen. Das heißt, ihr solltet damit ein Mikrofon haben. Wenn ihr das nicht habt, dann wäre es unklug mitzumachen. Ein Mikrofon wäre schon wirklich von Vorteil. Und dann kann einer von euch in der nächsten Folge dabei sein und dann entlassen wir Blocky entwickeln und reden dann nebenbei ein bisschen über Pokémon und so weiter und so fort. Da freue ich mich sehr drauf, also sehr gerne jetzt mal kreativ in die Kommentare schreiben. So, Sesko, Sesokids. X-Abwehr wird ja, glaube ich, nicht so viel helfen. Aber ich glaube, das ist das, was er ausprobieren will. Ich glaube, er möchte ganz gerne ausprobieren, wie es denn ist, wenn man so verschiedene X-Sachen nimmt oder so. Das ist sehr effektiv, aber die X-Abwehr hält dann doch schon ordentlich viel aus, tatsächlich. Oh, das macht aber auch schon ordentlich Schaden. Na, Vergeltung müsste jetzt down sein. Bodycheck hat ihn dann quasi nach unten gerissen. War nicht ganz so geil, Bodycheck zu machen. Aber gut, alles klar, wurde besiegt. Und meine Hand, mein Controller ist richtig schwitzig, ey. Richtig eklig. Ah, okay, es ging um den Kampfstil. Ich bin ein bisschen erkältet, so irgendwie so verschnupft, so leicht irgendwie. Oh ne, come on, please, no. Also nur so leicht verschnupft bin ich. Irgendwie so ein bisschen halt. So ein Ticken.
Es war dann jetzt auch vorbei, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, alles wieder cool soweit und so gut und so. Ja komm, ich möchte am besten lieben. Guck mal, 10 Level Unterschied, ja, ja. Ja, ich möchte ganz gerne halt Dazer auch nochmal ein bisschen leveln lassen, aber das mache ich dann wieder mal offscreen. Ich habe jetzt keinen Bock hier damit, das zu verplempern mehr oder weniger verplempern. Aber es ist immer so eine Sache, ich möchte mal Bench ganz gerne ein bisschen aufleveln, so nebenbei, weil Bench macht mehr Sinn für Dazer müsste jetzt woanders hinlaufen, wo halt Level 19 Pokémon sind. Das wäre ein bisschen doof. Hallo? Okay. Mit Trockenhaut lieben Wasserattacken oder den Regen. Ah klar. Trockenheit, die Fähigkeit. Wie komme ich denn da unten hin? Ah, da komme ich nur mit Wasser. Wir haben ja auch mittlerweile Fliegen, ne? Wir haben doch mittlerweile Fliegen. Dann können wir doch auch fliegen in eine andere Stadt eigentlich, ne? Wir könnten doch quasi... Genau, da wollten wir eigentlich mal hin. Und zwar Septania City, Orion City. War das Orion City? Da war das, ne? Traumbrache, genau. Dann gehe ich da hin. Dahin wollte ich ganz gerne fliegen. Jetzt müssen wir uns so komisch drehen wahrscheinlich, ne? Ah, doch nicht, wir machen mit einer coolen Animation. Nicht wie damals, ich drehe mich weg. Beam me up, Scotty. Ah, nice, guck mal, jetzt sind wir nämlich hier. Das ist natürlich ganz cool so. Wir wollten nämlich hier oben hin, denn da waren... War das hier? Ja, hier oben war das. Denn hier war irgendwo noch Zerschneider. Hier habe ich, weiß ich es doch. Der Baum sieht aus, ob wir können was. Ja, klar. Ist halt Zerschneider einsetzen. Cool. Machen wir das nochmal eben. Und hier wollte man nämlich. Also hier war die einzige Stelle, wo ich wusste, dass das hier noch irgendwie war. Aber sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Stellen wisst, wo man hier noch irgendwie so was machen konnte. Gibt es hier vielleicht andere Pokémon? Ne, ich glaube nicht, oder? Dass es hier irgendwas anderes gibt? Ich glaube nicht. Ja gut, das war es hier schon. Warum kann man denn hier Zerschneider einsetzen? Hat das hier eine Bewandtnis? Irgendwie, ich gehe mal kurz hier hin. Aber hier könnte man auch dann natürlich Dazer natürlich wunderbar leveln, ne? Fällt mir gerade so spontan ein. Obwohl, reicht das hier? Ne, das reicht ja noch gar nicht. Oder das ist nämlich zu unterlevelt, Level 9. Ja gut, machen wir mal mit Bench, kommen wir mal einen Gnadenschuss hier einfach mal. Mehr oder weniger. Oh, mehr kommt. Ne, nicht Kraftschub. Oh, scheiße. Okay, egal. Macht erstmal nix. Ja, ja, komm, alles klar, dann machst du irgendeine hohe Attacke oder so. Kratzer dürfte mir nicht sehr viel abziehen. Einen Punkt, weil mein Tackler müsste es auch schon down sein normalerweise. Ja, guck mal hier. Ja, also ich freue mich darauf, da mit einem von euch dann ein bisschen zu reden über Pokémon eine ganze Folge lang. Freue ich mich sehr drauf. Bin ich echt gespannt, wie das dann so werden wird. Ja. Ich werde dann so ein bisschen auswerten, das Ganze. Aber guck mal hier, ist auch noch was. Aber da kommen wir noch von der anderen Seite hin. Aber hier kommen wir nicht irgendwie da so nach unten oder so, ne? Ne, ne. Ja, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das hier mit der Traumbrache auf sich hat. Was wir hier genau machen müssen. Ob es hier irgendwie eine Art, ja, man müsste es eigentlich von hier unten erreichen. Also einfach logischerweise müsste es von hier unten erreichbar sein, aber irgendwie auch nicht so. War ja unten vielleicht noch irgendwas in Richtung, dass man hier so rein kann? Ja, man kann hier rein, aber auch nur zurücklaufen, ne? Aber hier war auch noch irgendwo Zerschneider, ne? Hier. Ach stimmt, hier konnten wir auch schon lang, ne? Ah, das hatten wir ja schon lange Zerschneider zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Denn dann war da wahrscheinlich nur ein Ball. Ja, stimmt, hier konnten wir ja schon mal hin. Stimmt. Stimmt, hier waren wir schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe mir, ja, alles klar, müsst nicht in die Kommentare schreiben. Aber mit dem Felsbrocken würde mich mal interessieren. Weil der Felsbrocken, der ist doch ein bisschen, komisch. So, wir machen, ich möchte nämlich jetzt nach Septania, war das Septania City? Hier, Stratos City. War das da? Ne, das war, es müsste eigentlich... Was ist das hier? Himmelsfellbrücke. Ne, es müsste hier gewesen sein. In Septania City, da konnten wir irgendwo bei der Museumsdame... War die hier die Museumsdame? Ich weiß nicht, wie konnten wir hier... Ja, hier müsste die Museumsdame doch gewesen sein. Können wir hier dieses Pokémon entwickeln lassen, ne? Hier ist das Museum, oder? Wir haben ja ein Fossil dabei. Oben machen irgendwie meine Nachbarn machen ein bisschen Krach momentan. Ja, ich habe auch ein Dingens, ein Skelett dabei.
okay, aber irgendwie... Nicht hier. Da oben vielleicht? Mit dir auch nicht, wahrscheinlich nicht reden, aber vielleicht ist die Dame ja da. Meinst du, wir können zu der Frau einfach so durchlaufen oder so? Gucken, ob die irgendwas will. Guck mal hier, hallo. Also bei der, also hier müssen wir vielleicht irgendwas machen. Können wir ihr das nicht vielleicht zeigen oder so? Nee, ich glaube nicht, oder? Feuerstein, wo haben wir denn hier? Beulenangriff, wo haben wir das Fossil denn? Zimberball, Ball, 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 Zauberwasser. Zauberwasser. Ne, irgendwie ist... Da, Federfossil. Geben. Ja, das will ich nicht... LOL. Nee! LOL. Ich will das nicht... Nee, nimm mal wieder weg, bitte, Bench. Item nehmen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht so großen Plan gerade, wie das hier geht. Schade eigentlich. Müll, nee. Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, hier wäre das gewesen. Ich habe zumindest, dass es hier irgendwo hätte sein müssen. Aber gut, okay, dann halt, ja, nicht. Ja, sehr gerne mal, wie immer, halt in die Kommentare schreiben, wo wir hier hin müssen. Ja, zu dem ja wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Bei denen aber auch nicht, oder? Ah, da! Ja, alles klar. Ja, sehr gerne. Gut, wir haben es gefunden. Alles klar. Cool. Dann warst du doch hier vorne sofort. Ja, das müssen wir bei einer gewissen, bei der Frau da machen oder so. Genauer gesagt zu einem Flapterix. Flapterix. Hoppla, du kannst momentan gar nicht Pokémon, okay. Okay, dann gehen wir mal eben ins Pokécenter und werde mal ganz kurz den lieben Daisy einfach mal kurz auswechseln. Einfach mal kurzzeitig. Den können wir natürlich dann bald wieder mitnehmen. Erstmal kurz hier ins Pokémon-Dinges nehmen, Rubina. Wir bewegen unsere Pokémon. Und zwar von unserem Team. Den lieben Dazer. Dazer Mazer kommt. Nein. Ja, Dankeschön. Bewegen in Box 1, denn es ist ja noch ein Pokémon, das nicht tot ist. Glaube ich zumindest, oder? Ja, müsste eigentlich richtig sein, ne? So, dann heilen wir uns mal ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind. Dann kurz heilen und dann geht's weiter. Ja, ansonsten habt ihr, ich überlege, was ihr sonst noch in die Kommentare geschrieben habt. Ihr habt mir halt, ja, ein bisschen fertig gemacht wegen Spezialangriff und physisch und so, dass ich das immer noch nicht gerafft hätte. Aber ich habe es natürlich schon gerafft, nur, es ist nicht immer ganz klar. Also ich dachte halt Kalkklinge, weil da irgendwie so eine komische Muschel geworfen wird. Irgendwie sieht es aus, als würde so eine Muschel geworfen. Sieht mir nicht danach aus, als wäre es physisch, sondern eher so spezial, weil irgendwie, keine Ahnung, ich werfe jetzt meine Muschel. Ich werfe meine Muschi auf dich. Meine Muschel. Entschuldigung. Ja! Flapterix! Cool. Möchtest du den erhaltenen Faktor einen Spitznamen geben? Prinzipiell sehr gerne. Ich habe aber das Ding jetzt gar nicht auf gerade. Ah, sieht aber auch schon ein bisschen komisch aus, ne? Ich überlege, habe ich jetzt noch irgendwelche Namen, die ich hier nenne? Ich muss mal ganz kurz nebenbei, leider Gottes, mal eben das Programm aufmachen. Tut mir voll leid, also mal quasi... Oh, das wäre jetzt doof hier. Mal ganz kurz das Ding jetzt aufmachen. So, übrigens ist der falsche Ordner, lieber Dom. Hier ist der richtige Ordner. Hier haben wir unsere Pokémon-Namen. Ich dachte, wir fangen heute keine Pokémon, aber anscheinend doch, okay. Ist natürlich ein Flug-Pokémon. Natürlich sehr wichtig, Flug-Pokémon. Und, ja, wir haben Pokémon noch nicht Akros genannt, aber machen wir mal Akros auf jeden Fall. Ja, vor allem mit C am Anfang. Arr. Hä? What the fuck? Wie schreibe ich denn gerade Akros? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen. Kennt ihr das, wenn ihr Dingens habt? Wenn ihr so eine Arbeit schreibt und nicht mehr wisst, wie das geschrieben wird oder so? Ist ja so vollkommen. Ah, doch mit Dingens, war doch richtig. Ey, lol, ich hab mich ein bisschen. A, C, R. Und dann eine 0. Liedsprache immer geil.
aus. Oh. Akkord. Ja, können wir ganz gerne irgendwie in Richtung Französisch gehen. In Sache Accord, L'accord, 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 Accord. Ja, wunderbar. So, mit zwei S natürlich auch noch. Ich bin gerade völlig, völlig neben dem Wind irgendwie. Sorry dafür, lieber Across, aber irgendwie meine ich auch nicht. Ist gerade nicht, Deutsch ist gerade nichts. Ist ja kein Deutsch, ist ja eigentlich irgendeine Kummer. Oh, guck mal, Level 25 sogar. Das geht sogar. Kann ich mal gucken, was du ganz gerne so hast? So ein bisschen Flug-Pokémon. Gestein und Gestein sogar auch. Das ist auch gar nicht so scheiße, würde ich behaupten. Ich würde behaupten, es ist nicht so ungeil. Sehr gerne mal auch in die Kommentare Wongs oder Flapterix, also Wongs oder Across. Das müsste noch ganz gerne mal, von euch beschrieben werden. Aber ich finde jetzt Across irgendwie cooler als Wongs, persönlich. Persönlich, einfach nur so. Persönliche Meinung. So. Genau, hier waren wir mal stehen geblieben. Dann fingen wir wieder dahin und dann sind wir... Können wir da ein bisschen weitermachen gleich. Ich muss mal kurz natürlich mein Audacity wieder aufmachen, damit ich sehe, wie lange ich schon aufnehme jetzt. Damit ich auch weiß, wann ich abmoderieren muss. So. Dann gehen wir jetzt genau hier lang. So. Oh, jetzt müssen wir noch mehr durchlaufen, ne? Oh, ist aber uncool. Ist das aber richtig uncool, ist das. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich nur mit, Wasserdings. Oh, guck mal hier! Guck mal hier! Es macht Flatterix. Oh, guck mal, da ist wieder ein Ordoch. Und mit dem Ordoch bekommt man richtig viel Level, habe ich gehört. So, mal gucken, ob wir Across jetzt nicht vielleicht schon anfängt zu sterben jetzt gleich irgendwann. Aber wir haben sogar eine Psycho-Attacke und eine... Alter Vater, das ist schon ganz geil. Was ist denn Antikraft? Angriff mit antiker Kraft. Achso. Okay, Flücker ist eine Dingens hier. Aha. Rapidschuss, alles klar. Ah, Erstschlagattacken. Alles klar. Agilität ist natürlich irgendwie nur... Okay, alles klar. Ja, dann machen wir doch mal Flücker, mehr oder weniger. Komm, Bams. Ja, es ist fehlgeschlagen, die Heilung. Haben wir geil. Mal Antikraft, mal gucken, wie viel das abzieht. Boah, das ist schon geil. Antikraft natürlich auch irgendwie. Aber, lol. Boah, oben machen sie Geräusche ohne Ende. Ne? Was ist denn da los? Leute, ey. Was geht denn da oben ab bei denen? Wird ja irgendwas neu aufgebaut, wahrscheinlich oder so, ne? Wurde besiegt. Wir bekommen jetzt irgendwie 30.000 Dinge, 1.600 MP. Das ist schon nicht schlecht. Und fast ein weiteres Level. Ja, das ist, kann schon einiges auf jeden Fall, glaube ich. So, schnell hier durch. Ach nee, komm, Ampliase. Ja, gegen dich will ich nicht kämpfen. Nicht wirklich. Aber wir können vielleicht noch ein Level nach oben gehen. Ich glaube, Feuer ist natürlich sehr effektiv gegen den Regen, der jetzt dann da auch wütet wahrscheinlich, ne? Oder? Also ich denke mal, Feuer wird wahrscheinlich dann Schaden erleiden. Sehr effektiv. Guck mal hier, Fadenschuss. Dürfte jetzt aber nicht so, oder? Ja, guck mal, der Verteidigungswert, Initiativwert sinkt. Oh, Kieferbiss kann es jetzt zuerst machen, aber dürfte ja, glaube ich, auch nicht effektiv sein. Hammergeil. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil natürlich, vom Level her ist Across natürlich noch nicht ganz so... Ist noch ein kleines Baby der Across, ne? Level 26, cool. Wir könnten das Bonbon auch vielleicht Across geben, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich würde erstmal auf eure Meinung in den Kommentaren warten, ob wir Across denn überhaupt so, benutzen sollten oder vielleicht doch nicht, so wirklich. Ich hab mal ganz kurz Across heilen. So, und zwar geben wir dem mal ganz kurz wo haben wir es denn hier? Es ist, glaube ich, hier falsch, ne? Bären nicht, sondern bei Medizin. Heiler oder so. Supertrank. Haben wir noch 4 Stück? Können wir mal einsetzen? Across. Nimm es mal, komm. Gut. Oh, Skype hat sich gemeldet. Ich habe eine Skype-Nachricht bekommen. Ja, ich bin berühmt. Oh, komm, wir müssen kämpfen erstmal wieder. Und gleich beenden wir die Folge auch schon. Guck mal hier. Das kenne ich noch gar nicht. Laukaps. Das können wir vielleicht sogar fangen. Vielleicht, aber will ich das fangen? Also ich möchte jetzt persönlich nicht mehr alle Pokémon fangen. Am Anfang habe ich gedacht, komm, alle Pokémon fangen ist ganz geil, aber... Weiß nicht, ich glaube, wir brauchen momentan nicht mehr so einen Käfer... Aber ich glaube, es ist ein Käfer-Pokémon, ne? Brauchen wir nicht gezielt. Ich könnte eh nichts damit anfangen. Klar, Pokédex füllen schön und gut, macht natürlich schon Sinn.
Ah, guck mal, wir kämpfen jetzt nochmal den letzten Kampf gegen das Mädel hier und dann beenden wir die Folge auch. So, aber mit Akosta haben wir natürlich einige Nachteile momentan noch gegen diese sexy Dame hier. Ranger Merve. Ach, guck mal, Emolga. Oh, ist sogar Level up als wir. Das ist natürlich hammerharte Scheiße, aber Emolga ist, ich weiß nicht, was Emolga für ein Typ ist, ne? Ich wechsle lieber das Pokémon bevor und so. Dann wechseln wir mal am liebsten auf Beedi. Tauschen mal Beedi ein. Das dürfte... Ach scheiße, es ist Elektro, ne? Oh, fuck. Ah, zum Glück nur Doppelteam. Okay, ich muss ganz schnell weg. Ganz schnell Pokémon wechseln. Und zwar... Ja, Bench ist aber auch nicht so. Wongs könnte noch, ne? Ist noch ganz gut vom Level her. Alter, Emolga ist natürlich ein Elektro-Pokémon. Wir brauchen auch noch ein Elektro-Pokémon in unseren Reihen. Auf jeden Fall. Das darf nicht fehlen. Also Emolga wäre da Nummer 1, würde ich sagen. Persönliche Meinung, wieder mal. Persönliche Meinung, Alter. Sag ich momentan super, super gerne. Persönliche Meinung, einfach wegen YouTube und so. Persönliche Meinung. Ah, Wettattacke ab, natürlich. Verfolgung. Das macht schon ordentlich Schaden, ne? Ja, das ist sehr effektiv sogar auch. Ah, lol. Können wir nochmal hier was suchen, irgendwas zu machen? Ja, wird schon wieder der Attack ab. Das ist die Schockwelle. Okay. Ich glaube, es hat sich entschieden, ob wir Wongs oder, ob wir Wongs oder, Akros nehmen. Hat sich, glaube ich, sehr schnell entschieden. Okay, das kam jetzt unerwartet. So ein bisschen. Okay. Wir nehmen mal Blocky ins Team mit rein. Also Wongs ist tatsächlich weg. Leider Gottes. Ich kann jetzt auch nichts mehr dann ändern, aber ich hätte sowieso, also meine persönliche Meinung, ich habe natürlich geschrieben, dass Wongs zu einem sehr, sehr starken Pokémon wird. Ja, warum denn nicht gleich irgendwie so Gestaltattacken gegen Flug-Pokémon? Ich bin auch ein Depp, ein kleiner, ne? Ich bin ein richtiger Depp irgendwie. Klar ist Gesteinsattacken doch sehr gut gegen Flug-Pokémon, oder nicht? Ah, Mann, ey, ich bin auch doof ein bisschen, ne? Ah, meine Güte, ey. Ja, nee, aber das war natürlich ein bisschen, das war ja sehr doof gespielt von mir. Ich habe ja jetzt nicht wirklich darauf geachtet. Nee, ich möchte weiterkämpfen, sehr gerne. Da haben wir einen sehr großen Fehler gemacht. Wongs ist damit weg, also hat sich die Frage erledigt. Sprich, ja, ich habe natürlich geschrieben, Wongs wird zu einem richtig starken Pokémon. Kann auch super, super gerne so sein. Aber jetzt müssen wir halt mit Akosta weiterkämpfen in der Zukunft. Anders geht es leider nicht, leider Gottes. Müssen wir halt mit leben. Ja. Wir werden trotzdem, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Lol. Okay, ja, eine Lebensschelle ist natürlich da auch. Oh nee, es überlebt natürlich noch ein bisschen. Oh oh. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... wir müssen erstmal Pokémon wechseln, okay? Und zwar wechsle ich mal jetzt auf Beedi. Boah, aber der erste mit 100er-Dingens, geil. Ja, also der Kampf hat es uns ordentlich angetan, im negativen Sinne. Das war jetzt nicht so geil. Dann machen wir doch mal eben Kaltklinge, dann müsst ihr auf jeden Fall down. Schade, da haben wir ja richtig verkackt am Ende hinaus noch. Schade, 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 egal. Müssen wir jetzt so mitleben. Ich mache immer noch große, große Fehler. Leider Gottes. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge morgen. Oh, Sorte Bäre. Nee, Amarena-Bäre. Hm, lecker. Kannst du hören, wie die Pokémon... Ja, kann ich sehr, sehr gut hören. Ja, siehst du in der nächsten Folge wieder. Sorry, das Wongs leider weg. Ich habe mich echt nicht gut gemacht. Sorry, Leute, dafür. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.